Professor Stöcker, herzlich willkommen bei uns. Vor einem Jahr war es, da gingen wir alle in den Lockdown und Sie haben sich schon die erste Impfspritze gesetzt, im März 2020. Wieso ging das so rasend schnell? Wir haben in der Firma Euroimmun ja viele Reagenzien hergestellt für die Diagnostik. Also für Tests? Mhm. Ja, Tests, um Krankheiten zu identifizieren, viele Viruserkrankungen. Und haben da auch sehr viel Übung darin. Und da war es natürlich auch das Wichtigste, dass wir die genauen Zielantigene des neuen Virus identifizieren. Wir haben das gemacht und haben Tests damit hergestellt. Und hier haben wir eine rezeptorbindende Domäne des Virus kopiert und rekombinant hergestellt, also im Reagenzglas. Eine ganz einfache, gängige Methode. Bevor es zu kompliziert wird, weil das keiner versteht, aber wenn das so einfach und gängig ist, wieso sind Sie da drauf gekommen und sonst niemand auf der Welt? Oder mit anderen Worten, sind Sie ein Genie oder sind Sie ein Halodri? Also eins von beiden geht ja nur. Nö, ich bin kein Halodri, das darf man nicht sagen. Ich bin ein sehr ernsthafter Wissenschaftler, der auch international anerkannt ist in vielen Bereichen. Und wenn wir doch in der Firma, die in der Lage sind, solche Testreagenzien zu machen, also das ist in dem Fall die Firma Euroimmun, dann haben wir auch die Antigene in der Hand, auf die es ankommt. Das habe ich schon verstanden, aber auf die Idee hätten ja auch andere kommen können. Aber es ist ja offenbar nicht ohne Funktion, es ist ja nicht ohne Wirkung. Sie haben zum Beispiel Herrn Drosten angeschrieben, Sie haben Professor Streeck angeschrieben, haben Ihre Blutserumproben vorgelegt und die haben da Antikörper festgestellt und haben gesagt, das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Hatten Sie auch mal darüber nachgedacht, Professor Kekulé oder Professor Lauterbach anzuschreiben? Na gut, ich bin selbst in der Lage, diese ganzen Antikörper zu untersuchen in ganz großen Umfange und ganz differenziert. Da kann uns sogar niemand in Deutschland etwas vormachen. Mhm. Also die Diagnostik, die machen wir schon selber. Damals hatten wir es nötig, dass wir feststellen, ob die Antikörper den Virus neutralisieren können, weil wir mit dem Virus selbst nicht umgegangen sind. Dann nehmen wir mal an, Sie hätten zum Beispiel Professor Kekulé angeschrieben. Also da ist ein wirklich erfahrener, renommierter Arzt und auch Labortechniker, der auf eigene Kappe so einen Antigen-Impfstoff entwickelt. Was hätten Sie geantwortet, wenn Sie davon gehört hätten vor einem Jahr? Ich habe davon gehört. Ich habe das sogar unmittelbar in meinem Podcast damals schon besprochen und habe gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass es funktioniert. Das Problem Warum ist haben nur, Sie der Welt nicht davon erzählt? Nein, also gut, das ist ja, Podcast hören schon viele auch. Aber das ist so, man muss das so erklären. Also ein Antigen zu nehmen, so ein Peptid zu nehmen, ist sehr, sehr naheliegend. Das ist eine ganz naheliegende Lösung. Und da gab es natürlich auch Firmen, die da schon dran gearbeitet haben. Zum Beispiel Sanofi Pasteur in Frankreich. Die hängen immer noch in der Phase 2, glaube ich. Hat einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt. Ja. Und es gibt auch eine chinesische Firma, die das gemacht hat. Und diese Totimpfstoffe, über die vorhin schon gesprochen wurde, auch das hat zum Beispiel Sinovac, eine große chinesische Firma, damals schon gemacht. Ich habe immer gesagt, also wenn es nur um die Nebenwirkungen ginge, dann würde ich so einen Impfstoff am liebsten haben, weil der höchstwahrscheinlich kaum Nebenwirkungen hat, aber möglicherweise eben auch nicht wirkt. Und das Problem ist, und das da ist auch bei Sanofi Pasteur das Problem gewesen, mit GlaxoSmithKline zusammen haben die das gemacht, das Problem ist, sie müssen halt dann in einer großen klinischen Studie, 20.000, 40.000 Leute, müssen sie nachweisen, dass die, die diesen Impfstoff bekommen haben, weniger häufig krank werden als diejenigen, die den Impfstoff nicht bekommen haben. Das ist sozusagen die Ex- oder Hop-Prüfung für diese Impfstoffe. Da sind schon viele gescheitert und durchgefallen, nicht an diesen frühen Untersuchungen wie die neutralisierenden Antikörper. Und Sie haben es gerade schon gesagt, bei Sanofi Pasteur ist das Ganze schiefgegangen, weil man eben anhand dieser künstlichen Proteine nicht vorhersagen kann, wie gut die Schutzwirkung ist. Die berühmten 95% von den RNA-Impfstoffen, Moderna macht das und BioNTech, 95% Schutzwirkung. Mhm. Das ist sozusagen die Marke, die wir brauchen. Und die hat er in seiner kleinen Gruppe durchaus. Nee, das reicht nicht. Da müssen Sie eben die fette Studie machen, wo Sie Leute haben, die geimpft sind, die im täglichen Leben sind, die sich infizieren können, ja oder nein, ex oder hop. Und Herr Lauterbach, wollte auch was zu sagen. Also 150 Leute, das ist für Sie kein Nachweis? Überhaupt nicht, also nicht im Ansatz. Also zunächst einmal, der Ansatz ist naheliegend. Das ist ganz klar, das wäre der erste Ansatz, den man, das wird ja auch bei vielen anderen Impfungen genauso gemacht. Und von daher, und das haben daher die Chinesen sehr früh gemacht und haben doch also Versuche an Rekruten gemacht und. Das Problem ist aber, also die Wahrscheinlichkeit mit diesem Ansatz, der naheliegende und sehr einfache Ansatz ist,
eine also Impfwirkung zu erzielen, wo es nicht nur um neutralisierende Antikörper geht, sondern wo ich auch eine B- und T-Zell-Antwort brauche, also ein ganzes Portfolio von Antworten. Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht so super hoch. Und daher haben das zwar zwei große Firmen versucht. Die eine ist auch erfolgreich gewesen, Novavax. Und die andere hat Sanofi, die haben es auch versucht, denen ist es nicht gelungen. Aber Novavax hat das tatsächlich geschafft zum Schluss. Aber das ist nicht das, wo, sagen wir mal, die Hauptwahrscheinlichkeit lag, dass man durchkommt. Also Messenger-RNA-Impfstoffe und eben die vektorbasierten Impfstoffe, die bringen typischerweise eine viel stärkere und auch breitere Immunantwort, als dass der Versuch war. Und somit, aber wenn man so einen Impfstoff macht und will den wirklich testen, gerade bei einem Impfstoff, wo ich persönlich nicht glauben würde, dass die also sagen wir mal, Immunantwort so stark ist, da braucht man eine Studie mit mindestens, ich würde mal sagen, 40.000, 50.000 Teilnehmern. 20.000 in jedem Arm. Und also eine solche Studie muss extrem gut vorbereitet werden, weil wenn ich damit später, sagen wir mal, Millionen Menschen impfen will, dann muss ich sehr gut zu Fuß sein. Klingt ein bisschen so, als wäre das eine mühsame Tätigkeit geworden, diese großen Studien anzulegen. Und vielleicht darum sogar geht es gar nicht. Warum ging es darum nicht? Aber also einmal, ich habe gesehen, dass man sich schützen kann auf diesem Wege. Und dann sind viele von meinen Kollegen zu mir gekommen und haben gesagt, bitte verleih mir diesen Schutz. Dann habe ich die Impfung durchgeführt, habe ein Antigen genommen, das Relevante, habe es mit einem Adjuvans zusammengetan und das dem jeweiligen Menschen gespritzt. Mhm. Und da möchte ich mal betonen, dass das unser ärztliches Recht ist. Ich bin Arzt und ich darf das machen. Da kann sich kein Gesundheitsamt und kein Paul-Ehrlich-Institut einmischen. Und so ist die Argumentation ist schon, ein individueller Heilversuch ist, wenn ich einen keinen Menschen, individuellen Heilversuch wenn gemacht. Ich einen Menschen heile, wenn man 150 impft, ist es schon eine nicht zugelassene wissenschaftliche Studie oder Reihentestung. Nein, das trifft nicht zu. Ich kann Menschen, die zu mir kommen als Patienten, die kann ich therapieren und niemand hat sich da einzumischen. Das ist nicht so. Also ja, das sagen Sie vielleicht, aber so ist es. Gucken Sie die Gesetzeslage mal an. Und lassen Sie mich auch mal ausreden. Und wenn Sie überlegen, was heißt Signifikanz? Ich muss nicht 50.000 Menschen untersuchen in so einer großen Studie, sondern wenn ich alle positiv kriege mit so einer Impfung, dann brauche ich nicht 50.000. Dann reicht es mir, wenn die 100 oder wir haben da eine Gruppe mal zusammengefasst von Patienten, die ich immunisiert habe, von 63 Leuten. Und da habe ich 97% Antikörper habe ich dort hervorgerufen bei denen. Also die großen Testreihen sind demnach unnötig, Herr Kimmel? Nein. Die sind notwendig. Ich will mal eine Lanze für Herrn Stöcker sprechen an der Stelle brechen. Es ist so, es gab ja berühmte Selbstversuche von Ärzten, die Medizin revolutioniert haben. Forstmann hat sich selber einen Katheter geschoben und damit den Herzkatheter erfunden. Es gab einen Mikrobiologen, der hat selber Bakterien geschluckt, um zu beweisen, dass die eine Magenentzündung machen können. Dann Nobelpreis hinterher dafür bekommen. Also es gibt solche Situationen. Und wenn ich jetzt in der Lage wäre, dass ich in ein Ebola-Gebiet muss als Helfer und mir sagt einer, pass mal auf, ich habe da so einen Impfstoff, ich weiß nicht sicher, ob er hilft, aber Schaden wird da auch nicht, dann würde ich mir den vielleicht sogar geben lassen, bevor ich da hinfahre, weil besser als gar nichts ist es vielleicht. Aber wir waren natürlich damals in einer Situation, Sie hätten sofort einen großen Partner gebraucht, der diese klinische Studie macht. Wenn Sie den damals sofort gehabt hätten, dann könnte es sein, dass Ihr Impfstoff, vielleicht funktioniert der ja auch tatsächlich, heute einer der Retter wäre und vielleicht wäre er sogar schneller gewesen als das, was BioNTech produziert hat. Aber ohne diesen klinischen Partner, der sozusagen die große Studie macht, funktioniert es nicht. Sie können es nicht verantworten. Ich freue mich ja über jeden Ratschlag. Wenn Sie nichts vorweisen können, dann wird keiner mit. Ja, ich weiß, was Sie sagen. Aber nur den Satz zu Ende. Bei einer Krankheit, die ja meistens harmlos verläuft, das muss man immer sagen. Covid ist ja in den meisten Fällen harmlos. Wenn Sie dann nicht Millionen, sondern Milliarden von Menschen letztlich impfen dagegen, dann brauchen Sie einen Impfstoff, der so absolut sicher ist wie nur irgendetwas und der, weil sie ja auch alte Leute impfen müssen, die ein hohes Risiko haben, der auch eine große Zuverlässigkeit vom Schutz hat. Aber die Geschichte war ja publik, Herr Lauterbach. Warum ist da niemand drauf gesprungen von den großen Konzernen oder den großen Forschungsinstituten? Hat gesagt, das machen wir mal, das forschen wir mal. Das haben wir schon gemacht. Das wurde doch gemacht. Parallel. Also das wurde doch parallel gemacht. Es gibt also, ich kenne zwei große chinesische Unternehmen,
die das gemacht haben und also auf diesem Weg auch einigermaßen ordentliche Erfolge gehabt haben, nicht überzeugen. In Russland gibt es ebenfalls einen Impfstoff, der in diese Richtung gegangen ist. Dann Novavax hat das mit einem extrem modernen Team gemacht. Also die sind also, sagen wir, in der Art und Weise, wie man solche, also sagen wir, also Immunität hervorrufenden, also Antigene produziert, sind die extrem erfahren. Das sind also große Firmen. Das heißt, der Grundgedanke ist erstens naheliegend und zum Zweiten, der ist verfolgt worden. Aber ich würde daher, also ist das nicht eine Erfindung in dem Sinne, sondern quasi, wenn man sich überlegt, welche Impfstoffe gibt es. Und man würde, ich würde meinetwegen als Epidemiologe über die Studenten prüfen, die sollen mal mit den einfachen anfangen und dann geht es komplizierter, dann wäre das der erste, der genannt wird. Naja, ganz aber so, lass mich kurz, lass mich auch ganz kurz. Also, wir müssen aber zu Besonderheit kommen. Ja, aber, deswegen, bitte kurz. Nur, aber der eine Punkt, der ist mir noch mal sehr wichtig, weil Sie sagten, ich wollte Sie übrigens eben nicht unterbrechen, ich bin um Entschuldigung, das wollte ich nicht. Aber Sie sagten, also die Gesetze wären so und so und so weiter und so fort. Ich kenne mich da aus, ich mache diese Gesetze. Und seit 16 Jahren. Und das ist also eine Gefährdung. Ich kann nicht als Arzt einfach hingehen und sagen, dass mein Patient, ich behandle den, wie ich will. Wenn ich da außerhalb des Erlaubten unterwegs bin, mit einem nicht zugelassenen Impfstoff, noch gesunde Gefährde. Das ist Körperverletzung. Das ist die Rechtslage. Somit, ich wünsche Ihnen Glück bei den rechtlichen Auseinandersetzungen, aber ich sehe das so wie das Paul-Ehrlich-Institut. Also eine Geschichte, die wird uns, bin ich ganz sicher, noch eine ganze Weile beschäftigen. Erstmal hat Herr Stöcker jetzt den Bauplan dafür ins Netz gestellt, sagt, da kann im Grunde jetzt jeder Arzt tätig werden und nachbauen. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Solange jedenfalls noch nicht zügig geimpft wird in den Impfzentren, in den Arztpraxen in Deutschland, wird das natürlich zumindest eine Fantasie befeuern. Insofern weiß ich, dass Sie viele, viele Anhänger haben, die sagen, da würde ich gerne mehr drüber wissen, über diesen Impfstoff. Danke, dass wir heute erstmal darüber ein bisschen streiten konnten und diskutieren konnten, denn spannend ist das, glaube ich, allemal. Danke, Herr Stöcker.